das 2-Grad-Limit für die globale Erderwärmung einzuhalten, dürfte jeder Erdenbürger, jede Erdenbürgerin nur 2 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Eine in Deutschland lebende Person emittiert im Schnitt 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Tanz mal drüber nach. Damit einzelne Elemente im Klimasystem nicht unumkehrbar kippen, sollte die weltweite Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nicht über 2 Grad ansteigen. Der weltweite durchschnittliche Temperaturanstieg beträgt jetzt schon 0,85 Grad Celsius. Tanz mal drüber nach. Der Wechsel zu Ökostrom ist leichter als du denkst. Schon 2014 bekamen Klimaflüchtlinge in Neuseeland Asyl. Bis 2050 werden es wohl 200 Millionen sein, die Asyl brauchen. Tanz mal drüber nach. Stell dir die Welt vor, in der faire und ökologisch produzierte Produkte günstiger sind, weil die Auswirkungen auf die Umwelt und Mensch endlich in die Produktionskosten mit einfließen. Tanz mal drüber nach. Teilen und tauschen statt kaufen spart Geld und schont deine Umwelt. Seit Beginn der Industrialisierung haben die Gletscher der Alpen rund ein Drittel ihrer Fläche und die Hälfte ihrer Masse verloren. Durch die erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre versauern die Ozeane, Korallenriffe und deren artenreiche Lebensgemeinschaften sind dadurch vom Aussterben bedroht. Was macht deine Bank mit deinem Geld? Investiert sie in Kohlestrom oder regenerative Energiequellen? Wofür soll dein Geld verwendet werden? Jeder Bankenwechsel zählt. Tanz mal drüber nach. Klimaschutz mit Hand und Fuß. Verkleinere deinen ökologischen Fußabdruck und vergrößere deinen ökologischen und sozialen Handabdruck, indem du dich auf verschiedenen Ebenen engagierst.